Kleine Sensation am Rande der Haushaltsplanentwurfsvorstellung durch Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus. Laut Haushaltsplan investiert die Stadt 5,4 Millionen Euro in eine neue Netzgesellschaft, die mit Innogy Netze und den Stadtwerken gegründet werden soll. Auf Dauer verspricht man sich eine feste Einnahmequelle. Als letzte Großinvestition, die zu nennen ist, wäre die Gründung einer Netzgesellschaft gemeinsam mit der Innogy, das ist also die ehemalige RWE. Geplant ist hier eine Netzgesellschaft Balve Netze GmbH und Co. KG. In dieser Netzgesellschaft soll das komplette Strom- und Gasverteilungsnetz, welches sich im Stadtgebiet Balve befindet, eingebracht werden. Die Stadt Balve erwartet hierdurch einmal ein erhebliches Mitspracherecht in der künftigen Ausgestaltung der Strom- und Gasverteilung im Stadtgebiet, sowohl auch deren Versorgung, und zum Zweiten auch eine gute Rendite aus dieser Netzgesellschaft. Diese neue Netzgesellschaft wird zum 01.01. gegründet und wird anschließend ihre Aufgaben dann entsprechend wahrnehmen, wobei der kaufmännische Bereich dieser Netzgesellschaft dann von den Stadtwerken hier in Balve übernommen wird und der technische Part dann von Innovi bzw. von RWE.